Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja. Was ist denn da los? Yippie! Vielen Dank! Bitte, nicht der Rede wert. Was geht dir vor? Oh, hallo! Vor einiger Zeit haben wir ein Item verloren, das uns sehr wichtig ist. Wir haben schon überall gesucht, aber wir haben es noch nicht gefunden. Dann kam Herr Traumato. Er sagt, er habe unser verlorenes Item wahrscheinlich irgendwo gesehen. Er sagt, er hat sogar angeboten, uns bei der Suche zu helfen. Wir sind ja so froh darüber. Toll, das freut mich für euch. Vielen Dank, Herr Traumato. Aber bitte. Ich müsste ein Herz aus Stein haben, armen Kindern nicht zu helfen. Da kann ich nicht einfach wegsehen. Lasst uns aufbrechen und mit der Suche beginnen. Ja! Ja! Hoppla. Entschuldigung. Der Typ kommt mir ein bisschen komisch vor. Was ist das? Dieser Traumato ist aber ein nettes Pokémon, nicht oder? Ich bin beeindruckt. Jetzt, wo es immer mehr böse Pokémon gibt, findet man gute Taten nur noch selten. Oh, es passiert schon wieder. Oh, noch ein Schwindelanfall. Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Okay. Aber was war das? Es wäre schön, wenn die Kleinen ihr Item bald finden würden. Hä? Was ist denn, Doki? Du siehst aber finster drein. Also, so, hä? Was willst du dir sagen? Also, ja. Ne? Was? Du hattest einen Schwindelanfall? Und dann hast du gesehen, wie Azurin und Traumato bedroht wurden? Du willst dich also sofort auf den Weg machen, um Azurin zu retten? Es ist ein Notfall. Ah, nun ja, das hört sich nicht nach einem Notfall an, aber... Mein Magen knurrt. Oh, nicht, dass ich dir nicht trauen würde, Doki, aber... Ich kann es einfach nicht glauben. Schließlich sah Traumato wie ein freundliches Pokémon aus, oder nicht? Ich habe die drei vorhin weggehen sehen. Es sah doch so aus, als würden sie sich gut verstehen, oder? Du bist wahrscheinlich nur müde, Doki. Vielleicht hattest du deswegen diesen schlimmen Tagtraum. Was das? Nur ein Tagtraum? Aber wenn ich darüber nachdenke, dieser Traumato kam mir wirklich nicht wie ein bösartiges Pokémon vor. Es sind sowieso nur Lehrlinge. Wir sind sowieso nur Lehrlinge. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Natürlich ist diese Sache beunruhigend, aber wir müssen uns jetzt erstmal auf unsere Arbeit in der Gilde konzentrieren. Bereiten wir uns auf die Erkundungstour vor. Dann sollten wir zu Bidiza gehen. Bidiza müsste in der unteren Gildenebene 1 auf uns warten. Lass uns gehen, Doki. Okay, machen wir. Gut, dann würde ich sagen... Ja, Traumato. Er kam ein bisschen komisch vor, aber ich meine, man sollte Leute nicht nach ihrem Aussehen und so beurteilen, ne? Na, seid ihr bereit für die Ganovenjagd? Ja, natürlich. Oh, ja, jawohl, ja. Oh, ich wette, ihr seid jetzt bereit. Oh, dann suchen wir jetzt einen Ganoven für euch aus. Ja, tja. Oh, ihr habt eine Wahl zwischen all diesen bärbärmlichen Typen. Oh. Mal sehen, welchen wollen wir uns aussuchen? Wie wäre es, wenn ich als euer Mentor einen aussuche? Nimm keinen zu gruseligen. Ja, ja, jawohl, ja, verstanden. Mal sehen, Zurücktreten, Infobrett-Aktualisierung. Zurücktreten, Infobrett-Aktualisierung. Okay. Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Oh, jo, ja, die Daten werden aktualisiert. Huh. Sie werden aktualisiert? Oh Mann, hast du was gesehen? Das Brett hat sich gedreht. Was passiert denn da? Oh, die Job- und Ganoven-Infobretter sind auf drehbaren Platten angebracht. Oh, das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Ja, da tauscht ein Pokémon namens Dictree. Ui, die alten Jobs gingen neu aus. Ja, okay. Dictree? Ah. Oh, die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Dictree. Oh, er gräbt sich zur Gilde durch.
Ja, dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Hui. Mein Magen knurrt immer noch. Oh Mann. Scheiße, ich hätte was essen sollen. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig, obwohl ja. Darum ist Diktri auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Okay. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig, zurücktreten. Aktualisierung fertig, zurücktreten. Okay. Oh, er scheint fertig zu sein. Ja, scheint so. Oh, ja wirklich, oh, die Daten sind aktualisiert. Wie? Oh, die Ganovenliste ist jetzt auf den meisten Stand, also suchen wir ihn aus. Oh ja. Was ist los? Wo ist das denn plötzlich? Was hier? Es ist doch nicht kalt hier, oder? Sieh dir das an, Doki. Ganz oben auf der linken Seite. Oh fuck. Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Wir müssen los. Azure ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, wo rennt ihr denn hin? Oh. Oh, sieh mal, da ist Meryl. Oh, verdammt. Sieh mal, da ist Meryl. Meryl, was ist los? Wo sind Azure und Traumato? Ja, hör zu. Also, nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen noch unser verlorenes Item gesucht. Aber plötzlich war ich allein und Herr Traumato und Azure sind verschwunden. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Okay. Okay. Du glaubst, Traumato und Azure sind in diese Richtung gegangen? Ja. Oh, Doki, als du Traumato und Azure in diesem Traum gesehen hast, du meintest, sie waren in der felsigen Gegend, oder? Ja, richtig. Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Dann mal los, Doki. Ah, komm. Regeln wir das. Stachelberg. Deckel. Ein Magelknot, das ist echt nicht cool. Oh, langsam, also, okay. Ha! Shit! Ich geh mal hier lang. Mach doch nicht, oh, dein Ernst? Grimasse, okay. Ha, gut, wir haben es geschafft. Alter! Dieses Dings hat ziemlich viel Damage gemacht. Köderorb, okay. Ach ja, was übrigens cool ist hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Top Elixir trinken wollen würden, können wir jetzt aussuchen, wer wir das geben. Das heißt, wir müssen das Item nicht mehr auf das Pokémon werfen, damit er es isst oder trinkt oder was auch immer. Das ist ziemlich cool. Da muss ich nicht immer die. Aua! Da muss ich nicht immer versuchen, zum Beispiel Dragon eine Sinelbeere zuzuwerfen und Angst haben, dass er sie nicht isst. Das ist ziemlich praktisch auf jeden Fall. Wir haben ja Kleinkiesel, ne? Genau. 10 Damage, oh wie süß. Aber egal. Wir müssen Azurel retten. Wir müssen uns beeilen. Das kleine, so arme Azurel, Alter. Das ist ja voll der Pedo. Fällt mir gerade so auf. Konter war schön. Okay, nice. Gehen hier hoch. Schöner Rockzuckieb. Ah, nicht schon wieder Konter, dein Ernst? Giftstachel. Aua! Komm, ich will's besiegen. Nice, wir haben's besiegt. Okay, ich hoffe, wir treffen jetzt auf kein Pokémon, sondern können uns erstmal ein bisschen heilen. Wir haben nämlich keine Sinelbeere mehr, glaube ich, oder? Oh, shit! Oh. Nein! Oh. Hi-ha-ha-hu. Okay, okay. Der Giftstachel hat mich zerstört, Alter. Der Giftstachel hat mich zerstört. Er hat mich einfach so hart zerstört. Das ist unglaublich. Brauchen langsam mal eine bessere Attacke aus der Tackle, ey. Damn. Eine bessere Attacke wäre auf jeden Fall ziemlich vom Vorteil. Oh, eine Sinelbeere. Schön, schön. Okay, ich will Nidorina besiegen. Ich will... Blebersam, nice! Oh, schön. Ja, ich würde gern Dings haben. Die Kleinkiesel. Aua! Ich esse jetzt die Siedelbeere. Nein! Wir haben einen Belebersam. Zur Not.
Ja, okay. Oh, scheiße. Und wir sind Level aufgekommen, Level 9. Absorber, endlich nur eine Attacke, die was bringt. Und auch Level 9, nice. Ja, er lernt keine neue Attacke. Ich glaube... Nee, ich weiß gar nicht, was er als nächstes erlernt. Dafür kenne ich Relu halt als... Einfach so viel zu wenig. Ich habe das Pokémon in Diamant, Perl und Platin gerne gespielt. Oder mit Team genommen gerne. Das war immer ziemlich cool. Dafür musste man ja irgendwie... Oh, fuck, wie hieß die Stadt? Ich habe keine Ahnung. Siebter Orden, glaube ich. Dieser Stahlorden. In der Stadt auf dem Berg bekommt man ja einen Riolu von so einem Wanderer, glaube ich. Und das habe ich mir mal gerne geholt und das dann... Ja, mit in meinem Team aufgenommen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt mal einen Pokémon Diamant oder so. Obwohl, ich glaube eher Pokémon Platin Let's Playen. Auf jeden Fall gerne. Mach ich auf jeden Fall mal. Habe ich so richtig Lust drauf. Auf das Spiel allgemein. Ja, da ist Nidorin. Na. Ich muss mich an die Steuerung nochmal umgewöhnen, weil vorher war es ja Start drücken, dann kannst du auswählen, wohin du wählst. Und hier musst du jetzt Start gedrückt halten, damit du auf. Mir fällt der Name nicht ein. Auswählst, wohin du zielst. So. Reden ist heute wieder nicht meine Stärke, aber das kennen wir ja nicht anders von mir. Shit, ich will die Treppe finden. Ich bin vergiftet. Oh shit, okay, Moment. Ich muss unbedingt Absorber fixieren. Oh, macht das schönes Damage, Alter. Und heilt uns halt schön, ne? Absorber ist super. Absorber ist super. Wo ist denn diese verdammte Treppe? Oh, komm her. Komm her. Kleinstein, komm her. Nice. Oh, schön. Schön, schön. Hey, Nidorino. Silberblick ist okay. Was? Das macht ja wenig Damage. Ich mach noch einen Absorber. Zur Not. Zur Sicherheit. Zur Not. Alter, was ist denn mit mir heute? Mit meinem Deutsch los? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und weitere. Weißgummi. Ich will das Weißgummi haben. Wo ist Weberak? Da ist kein Weberak. Alter! Haben wir noch eine Sinelbeere? Nee, ne? Scheiße. Da ist ein Dodu, okay. Zack. Wir sind Level 10. Okay, das ist schön, das ist schön. Wir leveln hier echt gut, Alter. Wir leveln hier echt gut. Wo ist das Weberak? Ich will dieses verdammte Weberak haben. Wo ist dieses verdammte Weberak? Da ist ein Weberak. Komm. Lass es bitte das Weißgummi haben. Nicht Ausdauer. Shit. Oh, nice. Weißgummi. Schöne Sache. Ich will das Weißgummi bitte essen. Oh, mich. Okay. Zack. Er ist besiegt. Okay, schön. Zack. Das dürfte jetzt auch besiegen. Ja, nice. Schöne Sache. Die Amarena-Beere brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Würde ich jetzt mal so meinen. Wir müssen auf jeden Fall einfach nur weiter. Nice. Oh, schön. Stachelberggipfel. Gut, gut. Kaffee trinken. Ah. Da ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Traumato. Wo ist mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Ein verlorenes Item? Hier ist es nicht. So viel ist sicher. Was? Mein großer Bruder kommt nach, oder? Er ist bald da. Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick. Um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen.
Aber wie du siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder raus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder... Hör auf damit. Verflixt, ich sage doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Na ja, sofort auf! Oh, wir sind da, gut. Das lassen wir nicht zu. Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Pokepakt. Ein Erkundungsteam. Kein Genova ist für uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Aha, ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Es ist wahr, ich bin ein per Kopf gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, können wir. Wir können. So ein böses Wicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Mich haben ja schon viele Erkundungsteams gejagt. Aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Es wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeig mir, was ihr drauf habt. Okay. Das wird schon easy werden. Erstmal Kleinkiesel werfen. Das Traumato hat einfach so null Chancen gegen uns. Konter ist super. Nein. Damn, nicht nochmal Konter, ist das denn ernst? Konfusion. Oh. Ha! Was ist denn das? Wow. Wieso habe ich jede Attacke gefailt? Dein Ernst? Das lief nicht gut. Das wird nicht leicht. Machen wir heute Pause. Wieso habe ich keine Attacke getroffen? Ich bin, glaube ich, verflucht. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Ich glaube, ich bin echt verflucht. Ohne Scheiß. Verflucht von Attacken gehen daneben. Ist einfach so. Das ist so nervig. Das war ja ein Pokémon Mystery Dungeon Team Roach und so, dass so viele Attacken von mir einfach ständig daneben gegangen sind. Okay. Dreht nicht mit einem Lachen, werden wir es machen. Okay, komm mal, jetzt ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hurra! Let's go. Beeilung, wir müssen nach Zure retten. Auf zum Stachelberg, yo. Let's go to the Stachelberg. Today. Ja, wir müssen unbedingt mehr Sinelbeeren mitnehmen. Das war aber auch gerade. Wie gesagt, es war einfach mega Pech. Ich wollte nicht lagern eigentlich, aber okay. Ja, wir haben nur... Okay, wow, haben wir viele Poké, so. Es war halt einfach auch mega Pech, dass ich einfach schon wieder total... total meine Attacken nicht getroffen habe. Wir haben auch keine Sinelbeere mehr. Oh Mann, dein Ernst. Das ist nicht gut. Ich nehme das jetzt alles mit. Da höre das bei mir. Erhöht Verteidigung. Ach so, geben geht das nur? Warte, kann ich das nicht im Dungeon auch trinken? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich habe bei dieser Mission noch nie gefailt. Noch nie. Mann, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein.